Campbell, Amos Bartelsmeier, Letizia Santos de Oliveira, die ja auch in der Frauenmannschaft Linksverteidigerin ist. Sie spielt für die brasilianische Nationalmannschaft. Und dann noch Caroline Schäfer und Katharina Steinruck. Alina, du hast ja schon mit dem einen oder anderen Protagonisten gesprochen. Wie war denn so die Stimmung bei Caroline Schäfer und bei Katharina Steinruck und den anderen Jungs? Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also gerade für zum Beispiel Josh sind es die ersten großen internationalen Spiele, beziehungsweise der erste große internationale Wettkampf. Ich denke, die Aufregung ist da auf jeden Fall gegeben. Und auch die beiden Schweizer, Gibril Sow und Steven Zuber, die im Laufe der nächsten Woche dann kommen. Und natürlich unser Neuzugang, Boré aus Kolumbien, der zeitnah tatsächlich zum Kader dazustoßen wird, muss dann natürlich auch erstmal die üblichen Tests machen, Laktattests, aber Boré also demnächst, vielleicht schon nächste Woche dann bei uns im Trainings-Livestream auf dem Trainingsplatz. Guter Abschluss hier für den Otto, aber auch gute Parade vom Neuzugang von Jens Kral. Und dann geht's los für insgesamt 7 Adlerträger, Adlerträgerinnen, die bei den Olympischen Spielen teilnehmen. Mit Joshua Abuaku, Luke Campbell, Amos Bartelsmeier, Letizia Santos de Oliveira, die ja auch in der Frauenmannschaft Linksverteidigerin ist. Sie spielt für die brasilianische Nationalmannschaft. Und dann noch Caroline Schäfer und Katharina Steinruck. Alina, du hast ja schon mit dem einen oder anderen Protagonisten gesprochen. Wie war denn so die Stimmung bei Caroline Schäfer und bei Katharina Steinruck und den anderen Jungs? Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also gerade für zum Beispiel Josh sind es die ersten großen internationalen Spiele, beziehungsweise der erste große internationale Wettkampf. Ich denke, die Aufregung ist da auf jeden Fall gegeben und auch da. Luke ist da so ein bisschen ruhiger gewesen. Der ist da schon ein bisschen, sag ich mal, professioneller noch. Und für Caroline ist es auch wieder die zweite Olympiade, bei der sie mitmacht. Und ich denke, wenn die Tagesform gut aussieht und läuft, dann sollte auf jeden Fall eine Medaille drin sein. Ja, Caro hat ja noch so ein bisschen das Fragezeichen Corona noch über ihrem Kopf hängen. Hat sie sich ja erkrankt, weiß man nicht ganz genau. Also sie war ja mit ihren Prognosen etwas vorsichtiger, ne? Richtig, sie hatte auch die Corona-Impfung bekommen und hatte da schwere Nebenwirkungen. Mhm. Und daher war das Training ein bisschen zweitrangig oder wurde hinten angestellt, aber sie hat einen guten Eindruck gemacht. Ich habe sie beim Wettkampf letzte Woche besucht und mal geschaut, wie es da so läuft. Und die Form ist auf jeden Fall da.
Also wer sich noch über unsere Olympioniken ein bisschen mehr erfahren möchte, der kann das gerne tun. Auf Eintracht TV haben wir Clips erstellt und Interviews, die Alina geführt hat mit den Protagonisten. Und wir wünschen natürlich allen Adlerträger und Adlerträgerinnen ja, gutes Gelingen und hoffen, dass die ein oder andere Medaille dabei rumspringt. Natürlich mit einem besonderen Blick heute auf Ragnar Ache und dem Spiel gegen Brasilien. So, wieder zurück auf dem Platz. Jetzt hier eine Verlagerung sozusagen. Jetzt wird der gleiche Spielzug über die andere Seite gespielt, also nicht über den linken Part, über den rechten Part, sondern über links. Pass auf die halbe, dann auf die zentrale Position und dann der Steckpass. Also das Prinzip bleibt gleich und dann der Abschluss hier in Form von Makoto Hasebe. Wird er wahrscheinlich in der Saison nicht ganz so oft haben, diesen Lauf, aber... Geübt ist ja geübt. Makoto Hasebe, nicht unbedingt der Torjäger, aber trotzdem vor dem Tor eiskalt.